Einen wunderschönen guten Abend zu Let's Play The Forest. Bei mir ist wie immer der Chris. Hallo. Hallo Chris. Na Herr Ben, wie geht's? Hast du schön gesagt, ja mir geht's hervorragend. Wir sind aus dem Loch raus. Ja. Letzte Folge waren wir nochmal in dem Loch unten. Und er ist einmal gestorben, ey. Also ja, das war ganz am Anfang, ja, das war wieder, weil wir jetzt eine letzte Folge eine neue Aufnahme gemacht haben. Und da bin ich mir am Anfang ein bisschen, raus. Da muss ich erst wieder reinkommen, deswegen. Ja. Ja. Das kennst du doch bestimmt. Ne, ich kenne es. Gut. Was machen wir in die Folge? Erstmal zurück zum Haus, oder? Ja. Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, irgendwie, was wir machen könnten. Ja. Aber wir haben noch so viele Fallen zum Bauen. Ja, die Fallen würde ich sagen, dass wir bauen, weil wir haben uns jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, oder ich habe noch gar nicht geguckt, wo man so einen Trainer herkriegt, damit wir die Plattform fertig bauen können. Ah, Hilfe! Und was? Ein Kannibale. Ach, herrje. Und dann würde ich sagen, dass wir erstmal die Dings weiter bauen. Ja. Die Fallen. Und vielleicht passiert ja wieder was Lustiges, dass ein Mutant vorbeikommt. Der andere schnauft noch, oder? Ne, der ist tot. Okay, die ist auch tot. Energy Drink. Wow, wow, wow. Ich hab gar keine Taschenlampe an. Wow! Oh, deine Metzgerachse, ey. Das ist Hammer. Gut, der ist tot. Sehr schön, und los geht's. Wir sind schon da, guck. Ja, ja. Guck mal, wie easy. Das müssen wir uns einfach jetzt mal merken, ey. Wir müssen hier von der Wand einfach hier geradeaus in den Wald rennen. Dann sind wir im Loch. Ja. Wir sind das letzte Mal irgendwie voll blöd gelaufen. Die Wand könnten wir euch auch mal fertig machen. Ja, das, ich würde sagen, das machen wir so zwischendurch. Da sammelt jeder mal irgendwie so unterwegs Steine ein und dann klatschen wir die einfach da rein. Guck mal. Was? Da ganz hinten. Das sind fast 10 Stück. Was? Mutanten? Ja, nein. So große. Oh. Ja, ich sehe sie. Siehst du sie? Ja, ja, da hinten, ja. Aber die stehen da nur, ne? Ja. Gucken ja. Blöd. Gut, hallo Freunde. Ja, lass doch einfach ins Lager gehen von hier oben, oder? Nee, ich geh da hin, ich schau mir das mal an, was die da treiben. Warte okay. Mal. Bisschen was essen. Schau mal, trink mal was. Hallo. Fragst du mal, ob sie was verloren haben oder so? Ey, die beten hier oder so. Ja, ja. Oh Gott, hier geht's rein. Ausgebetet. Oh, shit, einer hängt in der Falle drin. Wow. Ich wollte ja nicht mehr so oft sterben, gell, hab ich erwähnt. Ja, in ja. Letzte Folge. Wow, ich geh jetzt nur noch auf Blocken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, wo bist denn du eigentlich? Hier hinten. Meiner ist down. Wie hoch die hüpfen können. Das ist der Hammer, ey. Du musst immer dann warten, ja, ja. Bis ich weiß schon, aber manchmal kommen die einfach zu zweit und dann kann ich nicht mehr blocken. So. Das geht schon. Okay, meiner ist tot wieder. Mein vierter Kill, ey. Lol. Lol. Geil. Das sah geil aus. Wie das aussah. Ja, ja, der lebt noch. Jetzt nimm mal. Das sah echt geil aus gerade. Oh Mann, ey. Okay. Toll. Ich. Was denn? Na, ich hab's stand so blöd, dass es direkt wieder ausgelöst hat, das Ding. Okay. Gut. Hier steht noch soweit alles. Aber wir brauchen halt allein für die Fallen schon ewigst viel Holz, gell? Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nee. Du kannst ja auch PvP spielen, ne? Hier bei ja. Forest. Okay. Das könnten wir uns vielleicht auch mal angucken. Ja, du stirbst ja eh die ganze Zeit. Ja, das wäre doch lustig. Ja, toll, dann töte ich dich andauernd. Nein, nicht du, wir gegen andere. Ach so. Online halt, das geht doch, glaube ich, denke ich. Ne? Ich hab noch nie Forest online gespielt, so richtig gespielt. Immer nur Koop mit dir. Ja. Könnten wir mal vielleicht gucken. Wir könnten gucken, ja. Eventuell vielleicht. So, dann hänge ich mal den Kollegen hier auf.
Achso, ich wollte ja mein... Oh, das ist schon spoiled. Ich brauche meinen Schmied. Ich wollte ja mein Tauchgerät ausziehen. So. Dein Asthma-Inhalator. Yep. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen holzen. Den Synchronhäschen geht's auch noch gut? Ja. Yeah. Die würden jeden Preis im Synchronschwimmen gewinnen, ey. Oder im Synchron- Wenn sie denn schwimmen könnten. Ich weiß gar nicht, können Hasen schwimmen? Ja, die nicht. Die letzten habe ich ertränkt. Stimmt. Beim Taufen. Der war direkt weg. Der hat sich aufgelöst im Wasser. Ja, ja. Wie so eine Brausetablette. Bist du schon raus? Naja. Wollen wir raus? Ja. Also denn? Okay. Wo wollen wir jetzt eigentlich abholzen? Was war denn jetzt eigentlich Holzgebiet oder Schutzgebiet? Naturschutzgebiet ist das da. Ja? Ja. Aber ja, am Flugzeug können wir wildern, ne? Ja, am Flugzeug wildern wir ein bisschen. Hast du eigentlich geguckt am Anfang, wann ein nächstes Update rauskommt? Nee. Ich auch nicht. Ich bin erstmal gespannt, aber wann ein größeres rauskommt, dann sind die Bäume wieder da. Oh je. Lass mal hier ein bisschen die Bäume hacken. Weil ich hätte hier gern freie Sicht, weißt du? Ja. Aber wir hacken der Holz jetzt. Hacken, ja. Ja. Weil, nix wie ich schon gesagt habe, die locken die an. Schön. Baumfeld. Nein, der fällt in die falsche Richtung. Oh. Oh nö. Pass mal auf, da vorne ist so eine Fallkugel gern im einen. Oh ja. Sehe ich gerade. Gut zu wissen. So. Ja. Hüpf. Gut, ich würde sagen, es wäre Baumessen, oder? Oh yeah. Okay, gut. Ja, nimm was du tragen kannst. Lass mal die ganzen Hammer-Symbole hier verschwinden. Ja, das sieht schlimm aus, gell? Ja. Eins fertig. Da unten das nächste. Eieiei. Aber diese Mutanten. Ich sage ja, die schlimmsten sind die Spinnen, ey. Ja, ich glaube, das wissen auch die so, Entwickler. Das sind so ekelhafte Teile. Ja. Kann man so stehen lassen. Weißt du eigentlich mittlerweile, was das für Viecher sind? Welche? Ja, diese Spinnenfrauen oder die Mutanten allgemein, was sind die zusammengenäht oder was soll das sein? Sind es irgendwelche Tschernobyl-Mutanten oder so? ich hab keine Ahnung, ey. Keine Energy mehr. Aber denen möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Nee. Und auch nicht im Hellen, ey. Boah, das sind so ekelhaft, die Teile. Oh ja. Ups. So, da fehlt noch einer bei dem. Ich hack hier mal ein paar Bäume noch. Jo. Gott, hat's mich grad gerissen. Was denn? Ja, da war so ein Eichhörnchen. Ich dachte, hier schlummert ein Baby rum. Die Babys kommen aber nur in Bekleidung von Mutanten, oder? Kann das sein? Nicht unbedingt.
Ja, der kurz nach, danach ein Mutant, wie danach ein Mutant da war, oder? Kann das sein? Irgendwie meine ich, dass noch kein einzelnes Baby da war. Boah, gute Frage. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ist ja auch nicht wichtig. Die sind auf jeden Fall auch krass, die Babys. Die sind richtig krass und noch dazu so ekelhaft. Haha, rüber ab. Stell dir mal vor, du gehst im Wald spazieren, weißt? Und dann schaust du so ins Gras und dann robbt da so ein Baby auf dich zu, weißt? Das wäre lecker. Das wäre nichts für mich. Nee. Ich würde da voll die Panik schieben. Mit irgendwas draufkloppen oder so. Schuhe ausziehen und draufhauen. Naja, irgendwie so. Oder mit einem Wanderstock oder so. Sehe ich das richtig? Wir haben bloß noch 4 Fallen? Ja. Eins davon könnte sogar... Ne, eins davon ist, glaube ich, der andere Blueprint. Der große. Für den wir noch ca. 1000 Baumstämme brauchen. Ja. Aber wir können ja später mal gucken, wo wir so einen Trainer herkriegen. Oder ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo man sowas downloaden kann. Oh, nee. Was denn? Hab grad eine Falle ausgelöst. Oh, nee. Okay, lass mal da oben abholzen, dann müssen wir so weit gehen. Ja, ja. Aber das wäre halt lustig, weißt, wenn man die Fallen auch selber auslöst, dass man so dranhängt dann. Ja, ja, das hat mich auf die Idee gebracht mit dem PvP. Weißt du? Ach so, ja. Weil da lösen die bestimmt aus, denke ich. Kann sein, keine Ahnung. Wäre aber saugemein irgendwie. Ja, das wäre lustig. Vor allem, wenn man nur irgendwie im Offline spielt, oder Co-op, dann passt ja gar nicht auf, dass du durch die Fallen läufst oder so, ne? Dann ist es ja eigentlich egal, weil ja nichts passiert im Endeffekt. Im PvP dann... Hängst du da in so einem Ding drin, das wäre bestimmt lustig. Total lustig. Hast du eigentlich deine Taschenlampe aus? Ja, ich hab mein Feuer an. Das mit dem endlich Benzin drin. Ja. Ich glaube, davon war gerade ein Eingeborener. Das CIL-Feuerzeug. Ja. Ganz genau das. Na, da vorne seht ihr unseren schönen Blueprint. Beziehungsweise das Baugerüst. Der auch kein bisschen übertrieben ist. Ha, ich glaube, das wird mega geil. Naja, mit Sicherheit. Vor allem müssen wir das halt irgendwie schützen, ne? Weil wenn so ein Mutant vorbeirennt, der reißt er die Streben ein ohne Probleme. Ja. Und das wäre dann ein bisschen blöd. Ich glaube, da würde ich den größten cholerischen Anfall meines Lebens kriegen. Ja, wahrscheinlich. Einen haben wir noch, ne? Ja. Jo. Okay, noch 2 Stück brauchen wir. Ich glaube, 2 liegen noch vorne. Was heißt vorne? Ja, irgendwo hier bei dir müssen die sein. Da ist was. Ja. Hab 2. Perfekt. Wie geht's eigentlich unserer Höhlenbasis? Da waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Oh, stimmt. Könnten wir eigentlich mal vorbeigucken jetzt. Ja. Weil wir können da unten erstmal die eingeborene Patrouille hier platt machen. Ja. Wo da vorne rumschlaggert. Und dann gucken wir nochmal nach unserem Blueprint, ob da alles passt. Ja. Und dann gehen wir mal in die Höhle rein. Siehst du das da vorne? Da kommt schon einer. Ja. Der hat voll die Scheiße geschlagen. Tot. Boah, voll auf den Kopf. Bam. Da gehen die Lichter aus, ey. Der ist hinüber. So. Alter, wie viel. Ich glaube, das sind locker 10 Baufolgen. Was wir da machen können. Dass ja, man hier allein zu Boden steht. Ja, guck mal, das haben wir in einer Folge hier gebaut.
das bisschen hier. Naja. Das ist so gut wie gar nichts, ne? Naja. Aber das sind 133 Stämme. Ja. Shit. Du hast es einfach übertrieben. Findest du? Nee. Ja. Nee, das bauen wir jetzt mal so hin. Naja, weißt du, das könnte das Fundament vom Jedi-Tempel sein. Der ist auch so groß. Okay. Kann schon sein. Das Ding, ey. Okay, lass mal in die Höhle. Oder? Ja, ey, da musst du dich wundern, dass das Fundament kein vorbeifahrendes Schiff sieht. Stimmt, Schiffe fahren noch nicht vorbei, ne? Ne? Wir wollten noch eigentlich mal probieren, wie weit man rausfahren kann aus Wasser. Das wolltest du probieren, ich nicht. Ja, das wäre vielleicht... ist ein gefährliches Unterfangen, glaube ich. Du stirbst eh so gerne, also kannst du es probieren. Nee. Das möchte ich nicht. Außer natürlich, wir speichern vorher, dann können wir es schon probieren. Ja, oder so. Das könnte man natürlich auch machen. Dann bauen wir uns ein Floß, beziehungsweise neben das Floß und dann... Hier unten ist alles easy, ne? Ja. Hier, der Tote hier tropft immer noch in die Decke rein, oder? Ah, ne, doch nicht. Was denn jetzt? Ach! Ich hab da hinten noch... Ah, warte mal. Ja, der hat gerade die Liste aufgemacht, ne? Nee, ich hab hier noch den Blueprint. Und da sind noch die... Ich hab hier noch Stein-Blueprints. Kannst du hier noch fertig bauen? Oder weiterbauen? Wo? Ach, die Steine? Ja. Ja, 5 Stück hab ich reingeklopft. Da ist eine Zeichnung am Boden. Da ist das Loch. Lol, die kannte ich noch gar nicht. Die Zeichnung. Okay, warte mal, hier sind noch Steine. Vielleicht kriege ich das Ding ja irgendwie fertig. Ja, ich kann auch noch Steine aufhören, das passt. Das kriegen wir fertig, ja. Wie viel fehlen noch? Noch 4. Ich glaube, ich habe nur 3 aufgesammelt gerade. Ja, einer fehlt noch. Da ist einer. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob wir mal aufs Meer rausfahren sollen. Das wäre bestimmt auch lustig. Und dann gehen wir einfach mal tauchen, oder? Und mal gucken, wie lange wir leben. Ich mit meiner Tiefseeangst, oder? Ja, genau deswegen gehen wir da hin. Warte. Ah, wird das nicht chillig? Was denn? Alter, jedes Mal reißt's mich. Ach, der Typ da draußen? Ja. Aber der hat immer eine Uhr dabei. Oh, lol. Was? Ich kann gar keine Uhr mehr nehmen. Lol. Ich muss mal eben eine Bombe bauen. Ach ne, ich hab keinen Alkohol. Shit. Ist hier irgendwo ein Alkohol? Alkohol? Bei mir auch noch. Nee, hier nicht. Schade. Lass mich mal rein hier. Ich hab keine Uhren, um eine Bombe zu bauen. Echt? Willst du einen eine von Bombe mir? Konnte ich bauen. Ich kann dir eine Uhr geben. Doch, ich geb dir eine Uhr, dann kann ich die aufnehmen da. Ach so, ja. Warte, ich speichere gerade. Warte, kann mir das überhaupt geben? Ja, aufs Tablett, wenn du es legst, oder? Ja, hier ist er, guck. Warte, ich speichere es. Wir haben, warte mal, ich glaube, 2 Uhr oder so. Oder ist es halb 8? Weiß nicht genau, wie rum das gehört. Keine Ahnung. Oh, sehr gut, danke. Bitte, der Leib Christi. Ja. Warst du eigentlich das letzte Mal in der Kirche? Ist noch gar nicht so lang her. An Weihnachten? Nee. Das war sogar heuer schon, das war... Februar oder so. Okay. Ich war schon ewig nicht mehr in der Kirche. Ja, ich muss ja leider... Ach, guck mal da. Guck mal, da hängt eins. Ich kletter gerade hoch. Lol. Ich kann ihn gar nicht weghauen hier. Oh,
Das ist ein Elektriker anscheinend. Ah, jetzt hab ich ihn. Lebt der noch? Ja. Kannst du den abhängen? Jetzt ist er tot. Lol. Der war gerade eine Sekunde bei mir nackt. Lol. Da läuft ein Kannibale. Achtung. Wo denn? Da vorne. Der ist eingeschlafen, lol. Sag mal, wie viel Uhr? Warte, warte. Der soll zu mir her, der soll zu mir her. Wir sind der Heilige Baum aus uns lebt. Übel. Der sieht aus wie ein umgedrehter Muschelklaus. Achtung, der ist hier. Komm her. Aua, aua. Warte, komm zu mir, komm zu mir. Ja, komm her, komm her. Ich lock den hier schön. Aua, doch nicht. Ich will, dass der hier aufhängt. Ja, Mann, der erste hängt. Komm her. Hä? Meine sind tot. Meine auch. Bisschen Medizin naschen. Sehr schön. Kann ich kratzen mal eben runter hier? So. Ah, schon wieder einer. Lol. Oh lol, voll daneben gehauen ist der. Bams. Ich kann die Falle nicht machen. Komm, gib ihm den Rest. Mann, ich wollte die Falle spannen. Ja, dann schlag einfach mal einmal drauf. Und dann kannst du es reparieren, dann ist er gespannt. Ah, okay. Trick 17. Da war doch irgendwo noch einer. Alter, der Baum, wie der ausschaut. Übel, ne? Wie so ein umgedrehter Muschelklaus, der auf den Boden gerammt wurde mit dem Kopf. Hüpf, hüpf, hüpf. Warte, eine Sache interessiert mich jetzt mal. Was denn? Und zwar, ob man das Ding zu einem Baumhaus umbauen kann. Ja, probier mal. Oh. Was ist das denn? Ja, ist so eine Platte. Ach so. Ich hab gerade, willst du da so ein richtiges Baumhaus draufsetzen? Ach so. Nee, selber eins bauen. Ja, kannst du ja tun. So als Aussichtsplattform, weißt? Ja, so ein Kinderbaumhaus meinst du, mit zwei Brettern oder was? Ja. Ja, davon haben wir früher so viel gebaut. Ja, ja. Ich glaube, wir haben jeden Baum irgendwie im Umkreis von 5 Kilometer zugebaut. Der wohl irgendwie ansatzweise ein paar Äste hatte. Was? Der Baum ist umgefallen, aber es liegt kein Holz da. Bei mir schon. Ich hol's. Siehst du kein Holz, oder was? Nö. Das sieht cool aus. Ja, kann man dann ein Seil hochbauen? Nee. Nicht? Nicht an diese Plattform. Warte mal, ich schau mal. Das ist schlecht. Ansonsten, lol. Geil. Warte mal. Pass auf. Warte. Ich muss nur den richtigen Winkel finden. Ja, ja. Boah, wie geil, schau mal! Lol, geil. Baum ist gekauft. Ich klopf den mal weg hier. Ja. An den können wir nämlich ein Seil dran machen. Wieso klopft denn der so weit unten? Keine Ahnung. Hä? Hey, ich klopf den. Lol? Baum fällt! Boah, das ist voll der Riesenbaum. Oh, hä? Ah, da. Voll geil. Hier, bleib da. Fertig. Okay, warte. Schau mal, ob ich es ins Seil setzen kann. Jo. Geil. Ja, das sieht super aus, ey. Ja, Mann. Wuhu. Oh, guck mal, wo ich hingehe. Der König der Welt. Au! Wow! Ah, du bist gebläht.
Warte mal, ich will hier weiterbauen. Hier können wir hoch, hoch. Hier ist mir natürlich voll safe, ne? Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Warum? Weil wir dann da nicht mehr so hoch kann. Warum nicht? Kannst du es nicht irgendwie anders erbauen? Ach, du bist mit nichts zufrieden, was ich mach. Nee. Tut mir so. Oh scheiße, es geht ja nicht. Tut mir euch sorry, ey. So! Seh's gar nicht, oder mal? Null! Was? Du bist gerade voll in den Boden reingeklettert. Ja, ich hab's gesehen. Jo. Okay, dann bauen wir das Baumhaus jetzt noch. Ich finde es immer so lustig, dass wir so spontan irgendeinen Schmarrn bauen. Ohne Scheiß. Wieso kann ich denn hoch? Hä? Wieso geht das einmal und einmal geht's nicht? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Hä? Egal, spring mal hoch oder ich geh mal hoch und du springst mal hoch und gibst mir mal das Zeug hoch. Weißt du wie? Wie soll denn das gehen? Ja, du springst hoch und droppst es und ich drück E. Okay, Achtung! Ja. Nein, nein. Mach nochmal. Erstmal mit einem probieren. Ja, das ist irgendwo dran gedotzt. Ganz kurz was da, mach nochmal. Nee, nee, ich krieg's nicht. Shit. Warte, ich probier's mal nochmal. Hä, ich bin doch auch gerade hochgegangen mit zwei. Das verstehe ich jetzt. Jetzt. Was hast du denn gedrückt? Du musst auf W draufbleiben währenddessen. Dann kraxelt er in den Boden rein. Warte mal. Nee, bei mir lässt das los. Auf W. Warte. Warte, lass mich mal, lass mich mal. Was? Alter. Verarsch mich doch nicht. Das verarscht dich aber, ich komm auch nicht hoch. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Mann. Aber hier geht's. Guck mal, geh mal hoch. Leg mal das Holz hier zu mir. Leg mal das Holz zu mir. Und geh mal hier hin, da kann ich hier hochspringen. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, so ist natürlich noch besser. Dann kannst du das direkt hochgeben. Ach, Gottes Willen, ey. Nee, der nimmt's nicht. Symbol ist da, aber er nimmt's nicht. Warte mal. Nee. Nee, er nimmt's nicht. Nee. Geh mal an die drübere Plattform, vielleicht geht's da. Geh mal da drüben hin, da ist ein niedriger. Alter, jetzt bin ich schon wieder übel. Und? Nochmal? Verdammt. Ja. Nee, er nimmt's nicht. Ich knall irgendwie da dann ganz halt da irgendwo dran. Warte mal, ja, aber ich hab das Symbol, aber er nimmt's nicht. Scheiße. Warte. Wir probieren's nochmal am Seil, ab und zu ging's ja. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht warum. Vielleicht mit Shift oder so. Shift, W und... Nee. Nein! Was? Was ich gerade weggezogen hat hier. Wo bist du? Ah, das ist sehr eigenartig gerade. Ah, jetzt! Jetzt geht's! Du musst wie? Dran springen. Okay, und wo ist das andere Holz? Ich hab grad zwei mit hochgenommen, hinten liegt noch eins. Wo? Hey? Ich hab keine Ahnung. Warte, lass mich also, ihr seht ja selber, es geht manchmal und manchmal geht's nicht. Ja, ich glaube, du musst genau so aufkommen, dass du. Hier, guck, geh mal kurz. Ja, das war wieder zu hoch.
Du musst das selber beim Dranhängen in den Boden backt, weißt du? Okay. Nee, das war auch falsch, oder? Auch nicht so? Nee. Ist nur noch der eine Stamm, oder? Ja. Ah, wie geil. Mann. Ich werde noch das eine Holz da hochbringen. Danach ist eh die Folge aus. Ja. So, ich probier's jetzt noch einmal. Achtung. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Eins bräuchte mir noch. Versuch's nochmal hochzuwerfen. Oder probier's mal da vorne. Vielleicht kann ich's dann nehmen. Warte, ich. Kommen Sie her. Ja, ich hab's. Ja. Ja. Und wie hast du es gemacht? Ich hab nach oben geschaut, während ich an das Seil gedrückt hab. Okay, lol. Sau gut. Hey, warte, ich craft ein Seil. Da. Warte. Kannst du es hinbauen? Störst du dich? Ah, hilf mir! Lol. Okay, der wollte gerade unten krabbeln anstatt hoch. Ja, voll geil. Okay. Komm hoch, warte, und genieß die Aussicht. Ja, ja. Und hier bauen wir dann so einen Zaun hin, oder? Ja. Juhu. Ja, okay. Mega geil. Danke fürs Zuschauen. Das war's, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.